Willkommen zum nächsten Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe natürlich und wir haben heute einen Special Guest am Start. Hallöchen. Und wir spielen Mario Kart 8 Deluxe, habe ich schon gesagt. Ja, ich bin der Einzige, der hier noch. Wir spielen auch wirklich Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ja. Nicht, dass hier irgendjemand auf falsche Gedanken kommt. Wie kann man den Yoshi schwarz machen? Ich habe jetzt einen schwarzen Yoshi, der ist cool, der schwarze. Hm. Der ist cooler als der. Weiß. Als der Grüne, keine Ahnung. Okay. Ja. Okay. Wir haben natürlich die roten, die das Sticks nicht. Wir haben aber normale Sticks. Wir haben die normalen Sticks. Ja, das sind die richtigen, die haben wir auch. Nee, wir haben eigentlich nur die lila Sticks. Bist du sicher? Ja, wir haben die lila Sticks. Wo sind die denn? Ach, hier sind die lila Sticks. Ja, wir haben die lila Sticks. Die anderen, das war nur eine Grafik, wir haben da ein bisschen in... Oh Mann. Wir haben da ein bisschen im Quellcode rumgebastelt. Keine Ahnung. Ja, und wir spielen heute den super wunderbaren Blitzcup. Ja, das stimmt. Gibt's genau. Teams oder muss jeder für sich selbst? Nee, jeder kämpft hier Oculum pro Oculum. So. Und jetzt geht's richtig los. Das krieg ich doch nicht hin. Hast du 200 Kubik aber eingestellt? Ja, aber. Sicher? Ja. Gut. Ach, weil wir haben. Gebe ich ein Gas. Zwei. Mehr brauchst du nicht wissen, ist alles. Und egal. Was ist hier hinten nochmal? Das ist nicht so wichtig. Das Item schießen oder. War da nicht Driften? Wo ist denn Driften? Driften ist da hinten, ja. Item schießen machst du mit den Pfeiltasten. Ja, einmal genau. Nach vorne und einmal nach hinten. Oh. Also mit ZR natürlich. Also, nein! Was denn? Der X-Knopf ist. Der ist da eingewachsen. Da geht nicht. Okay, jetzt geht's. Das ist wie. Die können wir eigentlich zu dritt spielen, wenn wir das weiß wirklich. Doch, wir haben ein T-Shirt mit zwei. Wir haben. Ja, wir haben gesponsert. Ach Gott, ach. Wir sind jetzt Nintendo-Partner. Nee, auf jeden Fall. Was soll man jetzt sagen? Merkt doch, wie so auf 60 FPS läuft. Ja, absolut 60 FPS und beste Grafik. Es sind nur 30. Sind das überhaupt 30? Ach mal. Oder 25. Mach doch mal hier. Schaffst du irgendwas oder? Nein. Was? Ich bin Achter, das sagt ihr das auch. Und da ist die Wand, grüß dich. Herrlich, ach herrlich. Oh, Achter. Ah. Es gibt nur 8. Nee, nein, es gibt 12. Ja, ich wollte Hoffnung machen, Mann. Achso, das wäre nicht mehr. Wow. Okay. Ja, achso, wir haben jetzt mal die Funktion, dass es Doppel-Items gibt, ausgestellt. Ja, das kann man. Wir zeigen euch dann im nächsten Part, wie das geht. Genau. Und auf jeden Fall haben wir auch die Charaktere abgestellt, die eigentlich neu sind. So, neue Items weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, also, die Items sind ganz normal. Bis halt auf die Doppel-Items weg. Aber es ist schon 200 Kubik. Ist schon 200 Kubik. Ja, Platz 6 mit Muschikanone. Ja, ist schon ach, gut. Klappe, ich. Siehst du? Ich bin die ganze Zeit runter als Morgenweg, ist schon schön. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal gegen diese Kacke gefahren. Hey, bist du Erster mal, oder was? Sag mal, geht's. Okay. Hallo gehen. Irgendwann spiel ich mal auf der PS4. Ich komme mit der neuen Hülle für diese Switch-Dinger komme ich viel besser zurecht. Das fühlt sich an wie ein Gamepad. Und diese. Ja, es gibt da so Aufsätze, müsst ihr wissen. Das sieht dann die Switch-Joy-Con-Ding aus wie so eine Wii-Fernbedienung. Und dann lässt sich das Ganze viel besser fahren. Herr Astro, so zum Ziel. Huch. Warum kriegt ihr das Driften und ich nicht? Ach Mann. Hey Achter, das ist okay. Ja, nach dem Part gehe ich mich dann erstmal. Der ist echt eingebacken. Aufhängen. Sieht aus, was für ein Gummibärchen. Eingebacken. Ist das eklig. Das Gummibärchenpulver. Kann nicht mal irgendwer von euch was drüber gekippt zum Geburtstag, kann es sein. Wenn du noch Schubert. Ja. Stimmt, ich verlinke euch jetzt hier mal in der Infokarte einfach zwei Videos, wo ihr diesen Herrn hier schon mal herkennen müsstet. Genau, ja, gab es schon mal ein Geburtstagsspecial. Zwei sogar. Mhm. Beide. Ja. Das eine heißt Wii U gegen PS4 Gamer und das andere heißt Mario Kart 8 mit Gästen oder so. Mit Spasten. Ja, mit Gästen. Kleiner Spasmo. Ach Mann. Das ist eine wunderbare Strecke, die du lieben wirst. Mann. Tschüss. Wenn du schon wieder Ahnung fangen, dann geht's hier richtig ab, Alter. Ach, da kannst du dich ja richtig einpacken. Ach, nee. Oh Mann. Mann, warum fahr ich mit? Aber wenigstens kannst du nicht runterfallen, hey, das ist okay. Nee, ich nehme die ganzen Wände mit. Gumba-Kalke. Ja, das sind ordentliche Gumbas, Mann. Wow, wie lebe ich denn noch? Wie fliege ich bis ans Limit, Junge? Ey, verpiss dich, komm schon Lappen, ey. Achso, ich muss ja hier drücken. Ja, oh. Da hast du echt safe. Ah ne, du bist nicht vor mir. Ich sag, dass du da die safe die Banane hingelegt hast. Das ist nicht Arschloch. Nee, ich halt noch keine. Mach ich schon eine Banane? Ich weiß es nicht. So, mein erstes Item würde ich so runter mit deinem Ziel. Kann man da oben drüber fliegen? Ich bin durch die Mitte gefahren.
Es hat halt einfach was gebracht. Nein, nein. Oh. Ich bin vor dir, lol. Oh. Ich bin durch die Mitte ohne Pilz gefahren. Hat was gebracht. Scheiße, ey. Die Hitbox von dieser komischen Wand, als ob da die Ziegel sofort rauskommt. Wow. Alter, der Gumba war aber hart am Limit. Dann hört ihn nur heulen. Oh, ich guck, ich seh noch im Augenblick, wie er da zappelt. Ja, nein, warum driftet er denn nicht? Was ist denn das für einer, Mensch? Du weißt, dass du B zum Drift drücken musst. Da hinten. Ja, das siehste, da macht er doch nur Sch. Also nicht B, sondern ZL oder so ist das. Es ist doch B. Wir spielen nicht mit dieser Bedienung. Nein. Welcher Hurensohn hat. Hallo. Alter. Wenn ich ja gerade die Abkürzung ohne Pilz fahren will, welcher Hurensohn hat mich da bitte jetzt abgeworfen? Werfend. Also abgewerfen. Ich nehme die Schuld einfach mal auf mich. Ja, ist okay. Weiß ich. Oh! Ja, von wegen nicht runtergefallen, ich bin voll gut runtergeflogen. Ja, ach so, stimmt, da gibt's ja wirklich eine Stelle, wo man runterfallen kann. Ja, die eine Stelle. Ja, die eine Stelle, ja. Ey, geil, jetzt weiter, drei Pilze. Easy. Hoch, ich bin noch ein Fünfer. Letzter, gar nichts. Oh, ja, Mann. Und, ja, es gibt zwei Stellen, wo man runterfliegen kann, also eigentlich drei. Ach stimmt, da gibt's ja noch eine Stelle. Okay, let's play, überall runterfallen. Let's test. Let's fall überall runter. Blöd. Ja, siehst du? Karma. Bloß, dass ich immer noch Elfter bin. Ja, ja, stimmt. Flieg mal über die Mauer. Oh, da noch ist er, komm, easy. Oh, oh, Zehnter. Komm, Neunter. Oh, oh, oh! Oh, Achter, Mensch. Wie eben, Alter, sehr gut. Ich bin schon wieder Zweiter, Leute. Achso, ich dachte schon, also ich dachte schon so die Endwertung. Ha! Endwertung. Nee, ich meine jetzt Baby Nachteil. Was ist denn Ding? Drecks Baby Daisy Peach. Achso, die ist das kleine Ding, was ich überholt habe, keine Ahnung. Das kleine Ding. Ja. Ist da. Fall gut, darf eine Konversation in den Comments shoppen. Natürlich darfst du das. Darf man Neger sagen oder ist das ja nicht so? Oh, Alter. Also, es ist ja nun so. Alter, das hat das mal rausgedingens. Dieses Video wird eh nicht geschaut von irgendwem. Er zeigt aber nur den Titel. Also, es ist ja nun so. Und zwar kann man die Menschen in drei Rassen einteilen. Die Europiden, das was wir sind, weil wir nach Europa kommen. Dann die Negriden, die Neger, also sind die Schwarzen, die kann man nach ihrer. Das muss die Hautfarbe. Naja, die haben. Ich weiß nicht, was bestimmt ist in ihrer Haut, das nennt sich Negrid und deswegen heißen sie auch Negriden. Und deswegen auch Neger. Dann gibt es noch die Mongoloiden, das sind die. Die Gelben, die mit den kleinen Augen. Nicht mit den kleinen, mit den dünnen. Also es gibt die Gelben, die Weißen und die Schwarzen. Aber alle sind sie gleich. Und was mit den Roten? Das sind die Roten. Achso, die Indianer. Ah. Oh, Alter. Doch eine ethnische Gruppe, die hier unbedingt erwähnt werden will. Ich glaube nicht, dass es hier ein Indigo guckt. Ein Indigo, ja. Indigo ist ja noch eine Farbe, kein Problem. Welcher Hurensohn hat denn jetzt hier schon wieder irgendeine Scheiße gehabt? Ich bestimmt. Nee, du bist ja gar nicht hier. Am 8. Na, siehst du. Oh, jetzt gerade. Oh, Dominik ist am 8. Oh, ah, oh. Ah! Cool. Läuft! Jo, wenn du hier fliegst, fliegst du ja über die halbe Map. Oh, das wird aber auch schön. Ich könnte echt abends nochmal wieder. Oh Gott. Ich bin sehr allein. Das stimmt gerade. Die sind noch da. Ja. Ah, super! Meldet euch, falls ihr keinen Kontakt zu mir haben wollt. Oh, welcher Hure? Ah, oh, Morten, dieses blöde Arschloch. Ich bin auf dem ersten. Du darfst Hurensohn sagen, ich aber nicht Neger. Ja, Hurensohn ist ja auch nicht so schlimm wie das. Das ist mittlerweile Alltag. Ja, aber wirklich. Das ist ein Kompliment. Nee, Kompliment. Nur weil der Nationalsozialismus das Wort total verhunzt hat. Was? Hurensohn? Neger. Ach so. Hat er gar nicht. Genauso wie das Wort Bastard im Mittelalter verhunzt worden. Das ist einfach nur ein Mischling, ein Hybride. Aus zwei. Also in dieser Folge lernt ihr wirklich mehr als in allen 970 Videos, die auf unserem Kanal existieren, zusammen und auch mehr als in der Schule. Ihr habt schon mal einen Part gelernt, dass das Nest des Eichhörnchens Kobel heißt. Ja, das stimmt. Oh! Hey, hast du ihn sehr gut. Und siehst du wirklich noch einen. Das ist schon die letzte Runde. Oder was? Morten. Ja, Morten. Das Schwein. Ja, startet ruhig mal in eine Konversation in den Kommentaren, ob... Ob man das sagen soll oder darf oder komm, nicht. Viel Spaß. Doch. Es war auch eine schwierige Strecke, es ist okay. Ich hab mich abgesackt, Alter. Baby ja, easy, Alter. Link hol ich noch. Achso, hab ich schon. Link hol ich noch. Brauchen wir hier Werbung machen? Für was denn? Ich trinke Vitrex Wasser mit Apfelgeschmack. Ey,
Ausgeplay wird von Volvic gesponsert, ja. Ganz ruhig. Das schmeckt doch nach nichts. Ganz übler Part. Ganz übler Part. Vor allem machen wir wieder zwei Cups, ja, oder? Was? Ja, wir machen zwei Cups. Wunderbar. Da lernt er noch mehr über Rassen. Scheiße. Also diese Rassen unter sich, die lassen sich natürlich nochmal einteilen. Also gibt es nochmal 50 andere Rassen, die unter... Also es war jetzt nicht übertrieben, es sind wirklich 50, glaube ich. Mhm. Aber das sind die drei Überrassen. Ich kann nicht glauben, dass ich gesagt habe. Das geht ja genauso ab wie meins. Ja. Ach ja, und falls euch mal jemand fragt, ob eine Walnuss eine Nuss ist, sagt er nein. Das ist eine Hülsenfrucht. Genauso wie die Erdnuss. Mhm. Wie war das? Die Metaphase? Die... Ne, das ist die, jetzt bis ihr verwechselst ja aber alles mit Mitose und Meiose. Ich kann dir das zeigen, ich habe das Blatt noch in meinem Bioheftler, der liegt sogar hier unten. Nee, oder? Die verschiedenen easy einhändig fahren. Die verschiedenen Schalen von der Walnuss. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, warte doch mal. Endokarp und Exokarp. Endokarp, ja. Karp. Was ist die Scheiße denn, Alter? Sorry, Leute, ich muss mal gerade. Hier. Ich hab doch schon ein paar Sekunden. Ah. Ja, Exo, Meso, Endokarp, richtig. Ja, wenn eine Frucht so etwas aufweist, was wie ein Arsch. Ihr könnt aber sagen, wenn euch jemand fragt, ob eine Muskatnuss eine echte Nuss ist, dann sagt er ja. Und eine Erdnuss ist auch eine Hülsenfrucht und keine Nuss. Und Mandeln sind Rosengewächse und Steinfrüchte und auch keine Nüsse. Oh, danke, Falco. Das wusste ich nicht. Ach, scheiße, mich schon wieder rumgefallen. Jetzt muss ich auch mal aufholen, jetzt immer richtig spielen. So. Mich aufholen? Mann, das gibt's überhaupt nicht. Ich mach easy Kackpratze, weg, Alter. Ja, ich bin gar nicht so weit zurückgefallen. Ah, hier gibt's ja noch kein Doppel-Item. Jetzt haben wir abgeschalten. Jetzt haben wir abgeschalten, ja. Ach, easy auf dem 9. Ja, kein Problem. Wo bist du denn? Ach, tschüss. Danke. Verpiss dich. Komm weg, du Möse. Was wie? Nee, das war's nicht, du. Ich hab Möse gesagt. Ja. Hä? Welcher Hurensohn war das denn jetzt schon? Ich war gerade Vierter, gell? Und das lateinische Wort Vagina bedeutet im Deutschen Schwertscheide. Komm hier noch ein Bömmchen. Und nicht das, was ihr euch jeden Abend anschaut. Gönnt. Und anschaut ist viel besser. Nee, eigentlich hier so ein Handmasturbator. Link ist noch vor mir wieder. So eine Trucker-Moschee. Was ist das für ein Bart? Ach ja, wir sind Oberstufe Gymnasium, ich wollte es ja nur gesagt haben. Also wir sind an der Hälfte. Link hat sogar dich noch gezogen, du Lauch, ey. Hä, mit die Schnauze, Alter, das war doch nicht. Doch, das war die letzte. Hallo. Mann, hätte ich doch nicht nachgeguckt, wie was hier für eine Scheiße in dem Hefter steht, kein Alter. Problem. Ich werde also so nicht Erster, deswegen schalte ich die anderen schon mal aus. Ja, das bringt dich bloß nicht weiter nach vorne. Tja, aber euch auch nicht. Bringt uns noch weiter nach hinten. So, das müssen zu mir. So Am Ende nehmen wir den Bart einfach nicht. Dann nehmen wir eh nicht euer. Oh Mann. Das schmeckt ja gar nicht so scheiße. Ich rede über Rassen und du... Ach nee. Und wir sind keine Anhänger der Südstaaten. Ich wollte es nur gesagt haben. Wie, ich schaff den Sklavenhandel ab. Was? Das waren noch die, oder? Ne, die Südstaatler, die sind. Die Südstaatler waren dafür. Gut. Das waren die neuen. Ah ja, easy, hab ich dich ja voll gezogen, Alter. Ja, das stinkt's ja, Alter. Mann. Ach, ja, wir können mal sehen hier, wer wo ist. Das kann ja keiner sehen, mach die Scheiße weg, Alter. Das sind gar nicht. Ach, das sind ja wirklich die Credits, Leute. Falco, warum ist das so ein mieses Bild gewesen? Das war so. Als würde man Tschernobyl aufnehmen. Das war Absicht. Ja, das auch, aber. Haben wir jetzt einen. Achso, wir hatten da schon mal was Guteres. Man muss nicht A drücken. Wir hatten da natürlich gerade schon, also wir haben. Wir waren eigentlich gar nicht. Ich will immer noch versuchen, das wir waren, dass wir auf der Switch aufnehmen. Wir waren eigentlich gar nicht. Das war kein Goldpokal, also das war kein Silberpokal, wir haben einen Goldpokal geholt, das war natürlich. Das ist natürlich klar. Okay. Soll ich hier das Pimpmobil? Stimmt, lass mal eine geile Karre nehmen. Nö. Ja, genau. Alter, gut, ich verliere also oder so, also das ist total Wurst, was ich. GLA, Alter. Nee, komm. Was? Komm, nimm eine richtig abgemuckte Karre und dann verlierst du. Hier, das. Was ist denn der Ficht? Das Hyperbike. Oh, nicht den Fichtenbock. Was ist das hier? Crossbike? Ich fahre Quad. Haben wir das Quad schon? Ja, das haben wir echt schon. Ich nehme den wilden Wiggler. Scheiße. Nee, komm, ich fahre das Hyrule Bike mit den Hyrule Reifen und dem Hyrule Gleiter. Machen die Reifen irgendeinen Unterschied? Oder? Ja, du kannst gerne mal Plus drücken, das sind die Stats. Dann kannst du sehen, was deine Reifen für Unterschied machen. Ob der Fichtenbock ein Dreck. Danke, aber ich esse es nicht. Wir haben jetzt auch Schokolollis. Wollt ihr Schokolade haben? Hey, Kinder, wollt ihr Schoki? Oh Mann. Saftige Dino, wie heißt das? Ja, das war richtig. Bauer A. Hier stopp es mal jetzt. Saftig die Dinge. Schön, dass du losgehst.
Wir haben Kuchen gekriegt, Leute. Kuchen ist lecker. Ja. Das heißt, da muss man die Leute unterhalten, wir haben Mund voll. Ich, bist du wohl beschäftigt, Falco? Oh, alles voll gekrümelt. Mit links, Alter. Oh Gott, mit links, Falco, das kenn ich. Das ist eine tolle Erfahrung. Ey, ist die erste. Setz dich mal vorher drauf und dann mach's mal. Danke, Link. Setz dich mal auf deine Hand. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ich kann kein Item abwerfen. Nur weil du das immer machst. Was? Ich? Nein. Du bist doch einschläft. Oh, ich hab grad ordentlich gedriftet. Oh, dann bin ich auch mal gefallen. Nein, dann bist du ordentlich gedriftet. Scheiße, ich muss mal die Abdeckung vom Computer aufmachen, sonst nimmt der hier ab. Na, hörst du es nicht? Also, du hörst bestimmt schon drinnen hier. Ich kann man sich schön die Haare dran füllen. Na, easy, Ding in Sachen 5. Kein Problem. Einfach piss dich. Ja, ich mach dich weg. Nein, Mann. Ich hab so eine Auszureichung. Du kriegst den Sumpf drauf, was bist du für eine Hackfresse? Hey, es linkt sich immer noch vorne? Es linkt schon wieder vorne? Es linkt schon wieder. Ah, ne, das war Baby Lucci. Ich kenne Baby Lutscher. Mann, wie ist denn das mit dem scheiß Driften hier? Ach du ein. B! Ja, mach ich doch! B ist hinten! B, drück doch B! Drückst doch hinten! Ich drück's hin! B ist hinten! Mein Gott, ich drück's doch schon, ich muss so eine halbe Stunde Feuer schon drücken. Ach, Alter. Zement da unten! Da unten ist die Fensterscheibe unten. Zylinder. Ach, dieser Typ ist die Legende. Wo bist du denn, Falco? Ich nicht. Ja, bei uns kann man kochen, lernen, Kindererziehung. Im Fernsehen. Hast du im Fernsehen vergessen? Ja, wir sind doch auf Fernsehen. Achso, stimmt. Kinderkrankheiten. Okay. Kindererziehung. Hatte ich das schon? Ja. Was gesund ist. Welcher Hurensohn auch, Baby Lucci, diese blöde Art. Also, hast du schon Kindererziehung? Ja, also, oh. Nee, hat schlimm nicht, nee. Ah! Oh Gott. Da wurde Falco um. Ah, fuck! Ich wollte dich gerade easy wegsnipen, was will. Ja, ich wollte dich gerade easy mit der scheiß Muschi-Kacke wegsnipen, du. Mann, jetzt ob da gleich 10 Leute kommen! Überall ist da runtergefahren, dass ich es nicht abkriege. Ach, scheiße, ist das schon letzte Runde? Runtergefahren! Ist das letzte Runde? Nee! Haut doch ab, du blöder Hurensohn! Ja! Hä, als ob du vor mir bist! Ja! Was bist du denn? Larry regelt. Jetzt ess Schokolade, ey. Ich war eigentlich Futter und dann auch hoch. Schokolade. Oh, die ist. Was ist denn? Oh, schön Stiel abgemockt. Herrlich. Stiel abgebissen. Das schmeckt ganz so komisch, das ist der Stil. Habt ihr in der Kursarbeit auch alle einen Lullig bekommen? Nee. Nein. Wir schon. Kursarbeit? Nein, dabei bei Frau. Wir haben Osterei gekriegt. Ein Ei, weil wir sonst keine haben. Das ist ein echtes Hühnerei. Was? Ja, ein Hühnerei. Könntest du dann schön, das hättest du nicht aufmachen müssen. Drinnen schön. Mal was hier, was ist denn mit dem Part, Junge? Schön Doppelkorn. Das ist gut, komm mal. Das war der beste Part überhaupt. Ich wollte es nochmal sagen, also wir sind wirklich auf dem Gymnasium. Aber wir sagen es mal lieber nicht, weil sonst werden wir verprügelt. Also wir werden aufgespürt und verprügelt. Wegen dem, was wir über Rassen gesagt haben. Och Mann. Ja, wir sind schlau. Deswegen wissen wir etwas. Nicht gesagt. Wir wissen wir etwas über Rassen. Ja, toll. Rassen gehen doch immer so falsch. Ja, stimmt. Ich kenne noch wie Rassist. Apropos verhunzte Wörter, und zwar das Wort Tyrann kommt auch aus althergebrachter Zeit und bedeutet eigentlich nur eine Art Diktator, und zwar jemand, der sehr viel Macht besitzt. Bloß wurde dieses Wort verhunzt dadurch, dass die Menschen viel Macht besaßen. Dionys, dem Tyrannen schlich, der Dactylus, Dactylus. Wie heißt der Typ denn? Also irgendwelche Dino-Namen. Dionysos, dem Tyrannen schlich. Bürgschaft, die kriegt er, komm, googelt die mal. Schreibt's in die Kommentare. Wer ist Metall Mario? Oh, tschüss. Wer ist Metall Mario? Ja, auswählen ist mit deinem Mario. Oh, hey, das ist Larry. Immerhin bin ich nicht runtergeflogen. Oh, welches Spaß. Herrlich. Again and again. Welches Spaß. Was für ein Spaß, Mo. Falco, du bist... Zieh, Junge. Du bist ein Morin, ein Geistesschwacher. Aha. Ja, die Beleidigung. Ha! Hallo! Ich hab noch einen abgekriegt, ey. Du hast die Feuerblume? Ja, ich hatte die Feuerblume. Okay, sehr gut. Für mich? Wieso? Oh, Mann, du bist... Pilz, Junge. Ja, du kannst mich mit dem blauen Panzer abrocken. Ah, geil, das ist ab. Alle blauer Panzer immer raus. Nicht ist. Kopfgeld. Ich fall hier so schon runter, ist egal.
Ja, und da wirst du trotzdem. Und du bist halt hochgezogen. Ich komm erstmal. Auf dem 5. krieg ich erstmal dieses Gerät. Ja, herrlich in der Luft die ganzen Pilze benutzt. Wie kannst du denn ein Zweiter sein, Alter? Boah! Ich hab eine Doppelbüchse auf dem 5. gekriegt, was erwartest du? Ja, das hat schon hoch. Haben wir Items auf Furios oder wie sieht's ja aus? Mann, immer dieses. Es gibt eine Item-Einstellung. Ja. Ja, aber nicht. Oh, oh Mann. Aber eigentlich nicht hier, nur im. Wo spawnst du? Aber auch zieh, komm! Ach, leck mich doch. Wo spawnst du? Fuck! Hab ich dich getroffen? Ja! Nice! Nein! Oh! Okay, easy money. Ja, easy money, Alter. Der Ende ist auch noch gefallen, der vor dir noch war zwischen uns, Mann. Oh, Alter! Komm, Alter! Och, Mann! Aber mit letzter Kraft noch. Immerhin auf den 12. gekommen. Komm, gib Gas jetzt! Nö, ich hab den Willen zu leben verloren. Nein, ach, ich wollte mich eigentlich noch mal schlossen. Ja, lustig, wenn ich ja immer überholt hätte. Hier, deswegen ist noch ein. Hier ist noch ein. Mann, jetzt muss doch was sein. Auch ein bisschen. Mach einfach weiter, bitte. Ja. Ach Gott. Was mache ich noch mit meinem Leben? Ach, herrlich, Falco, schön gekrümelt aufs Höschen. Oh Gott. Sehr gute Idee. Boah, da geht's nicht. Ich bleib auch noch. Ach Gott, das sieht doch schon nach Krebs aus. Hallo, das darf ich sagen. Haben wir schon mal gespielt? Was wie ein. Hä, Matt ist doch geil, was hast du gegen Matt? Ja, aber ich esse es doch nicht, bevor ich saufe und dann kotze. Hä, haben die Matt gefressen jetzt? Nee, die gibt's Samstag. Bei denen? Ja. Boah, ich weiß doch kein Matt. Ja, vor allem nicht bei denen, das muss frisch vom Fleischer sein, das sieht da schon drauf ja. Rum. Schön Streptokokkus. Ja, und das ist frisch auch von Katzen. Schön Spirellus. Katzen-Matt. Oh. Ach Mensch, und die essen ja nicht mal Zwiebeln drauf. Ja, das ist echt nicht. So, oh. Leute. Alter, Matt muss man mit Zwiebeln essen. Ja, isst man Matt mit Zwiebeln oder nicht? Also es gibt natürlich nur eine richtige Antwort. Ich mache hier eine Abstimmung. Mit Zwiebeln, aber eure Meinung ist auch so, ja. Die ist mir sowas, also wenn ihr sagt mit Zwiebeln, dann ist er mir nicht egal. Also, Digga, das ist ein dumm gehauen. Nicht egal. Ja, da gehört doch Matt drauf. Die Mädchen essen es nicht mit Matt. Ja, drauf. Ich esse Matt auch immer mit Matt. Ja, Doppel-Matt, Mann. Sprüh-Matt. Sprüh-gehacktes. Sprüh-Matt. Sprüh-Matt. Hallo, das ist immer schön auf die Bombe gleich drauf. Mann, wie der Führer letztens, als er da mit der Sprühsahne rumgerannt ist und sieht, wie man so mal gesprüht hat. Lecker. Ich glaube, wir müssen noch für Samstag Wein kaufen. Ja, kommt doch bei mir vorbei, ich habe noch welchen abzugeben, will ich. Oh, der macht doch blind. der macht dumm. Das ist schon zu spät. Dafür ist es. Der macht tot. Welcher Hurensohn hat da eine Banane hingelegt? Ich bestimmt. Halt die Schnauze. Ich hätte zwar nie eine Banane, aber ich war es auch. Ich bin wieder Islamischer Staat, ich nehme alle bösen Taten auf mich. Nur damit ich, ja. Alter, wir sind absolut politisch und geistig hier alles einfach komplett zerstört, diesen Part. Warum bin ich Siebter, Alter? Nicht Vierter. Oh, drei Pilze, der hat ja nicht nochmal Buchsen. Hey, ich hab bis jetzt noch nichts falsch gemacht hier in diesem Scheißladen. Nicht Dritter. Nicht Dritter. Scheiße. Triffvierter. Triffvierter. Das ist schon letzte Runde, oder? Süße letzte Runde. Einfach raus. Splurfen alles. Warum kann ich mit Gamepad so viel besser fahren? Oh, ah. Oh. Jo, Cola. Hä, hey, ich bin jetzt weiter. Hä? Hey, Sechster, Alter. Alter! Das ist auch gut. Hey, ich kann mit Gamepad so viel besser fahren. Ja, keine Ahnung, es geht wirklich besser. Oh, Baby Luigi. Auch mit besser als Baby Luigi. So ein Hurensohn. Alter, hey, ich bin der Dritter. Bist du schlecht. Ah, ich bin geil. Du bist absolut kacke. Okay, schreib dir jetzt erstmal, das ist total ekelhaft. Mach ein Audio. Ein Audio, da hat sie gleich drei Meinungen. Ja, danach. Nee, gleich, dass man die Audio im Video wieder hören kann. Ja. Nochmal. Ja, Hyrule Piste. Oh, juhu. Der wäre echt sowas von oft reinfahren, dieses Ding. Das passt ja zu meinem, warum habe ich eigentlich nicht Link genommen, wenn ich schon das ganze Hyrule-Kack habe? Und vor allem für sowas. Ja, und ich komme auf die Piste. Wunder, warum. Warum wir uns rauskotzen? So. Kein Wunder, warum ich mal kotzen muss. Ja, letztens der arme Döner, Alter, die arme Spüle, schön vergewaltigt. Schön lokal vergewaltigt, ja. Das Ding. Und ich war dabei und ich bin erstmal richtig schnell rausgerannt. Ich kann diesen Part nicht so hochladen. Ich piep einfach jedes zweite Wort raus. Wie wär's denn damit? Jedes Mal, wenn wir raste oder so kommen. Ja, wir nehmen den einfach mal irgendwann, wenn wir den Kanal schließen, laden wir den hoch. Das ist wird's tausendste Video hier. Genau. Als Special. Das ist ja eh alles nur Fake aufgenommen. Wir müssen das ja eh nochmal alles spielen. Hä, hey, gar nicht.
Hä, das spielen wir so, wie es ist. Ach stimmt, sie auch, das gibt's. Das lade ich einfach so hoch. Weil es ist ja real Rap. Weg du Snitch, Alter. Was? Ja. Weg du Snitch, hab wahrscheinlich einen Vektor-Snitch. Vektor. Ja, als ob schon wieder eine Runde rum ist. Ja, ja, easy. 20 Sekunden. Alter. Ist irgendein Buchen so hinter mir? Nee. Oh, herrlich, herrlich. Guck mal, Dave da schön ins Abseits. Oh. Schön irgendwo eingeparkt. Ja, ist wie das Auto fahren im echten Leben. Ach, das kannst du auch nicht. Na doch, ich hab GTA gespielt. Ja, stimmt, dadurch kann ich's auch. Das ist meine Fahrprüfung. Spiel mal GTA. Wenn es in GTA keine Gangschaltung gibt. Brauchen wir nicht. Fahr ich mit Automatik. Das kriegt man wahrscheinlich wirklich ohne Führerschein. Ja, Automatik ist halt, ich weiß nicht. Geben. Ich würde mich nur bei diesen Einstellungen dafür tun. Da gibt es ja 1, 2, 3 und dann P und G. Na gut, da habe ich auch. Ja, das ist doch einfach. Ja. P ist parken, ja, D ist fahren, N ist, ausgekuppelt. Nichts. Mehr oder weniger. Also nichts, das stimmt sogar. Ja, neutral, also so habe ich es mir gemerkt. Ja, das ist ja easy. Ah, fuck! Und du wärst gerade ausgefahren. Du kannst halt aber trotzdem noch hochschalten, wenn du willst. Ah, die Frage ist, ob du willst einen Gang rausmachen. Also wenn damit neutral. Ja, aber wofür brauchst du das dann? Na, wenn du es schieben willst. Also so, so hab ich's gehört. Wenn du es schieben willst? Ja. Wenn du im Matsch stecken bleibst. Ja, keine Ahnung. Boah, war das knapp, hätte er mich noch gekriegt. Hä, seid ihr alles so scheiße? Ja, weil diese. Ja, okay, bei dir sind wir es ja gewohnt, aber. Hä? Das ist ein Busch! Als ob das nicht gebaut. Oh, cool, ich hab mitten in der Kurve rausgelassen. Scheiße, der Hitbox von diesem Strauch da, mit dem Pfefferminzbusch. Das ist Spaß. Ich will wieder nach Hause. Du kommst aber nicht weg. Ich will nach Hause. Nein! Das kostet, zieht doch noch Geld ab. Hey, der hat sich überrundet. Oh Gott. Du auch gleich. Ja, stimmt. Du bist irgendwo hängen geblieben. Jetzt fragt sie, hä? Hä, warum bin ich immer noch Dritter? Also ich raste dann mal recht fett aus, wenn wir so. Fertig damit aufnehmen. Hä, warum bin ich immer noch Dritter? Ich war gerade Zweiter. Du bist aber hier vor mir. Bist du Dritter? Ja. Ja, haben wir einen Pokal. Ja. Wir letzten das Ding hoch. Nie. Na, es kommt noch Part 22 oder so und dann kommt der eigentlich schon. Oh also in Glück, ach, das war's schon. Naher Zukunft, ja, das war's mit dem Elend. Dankeschön. So Leute, lasst mal eine positive Bewertung da, wenn ihr weiter solche wunderbaren Parts haben wollt. Ein Larry. Wir schreiben uns auch noch ein paar Fakten auf, die wir dann mal erzählen können. Genau, die droppen wir dann mit dem nächsten Part. Nichts überraschen, ja. Das, nee. Nee, nee. Das ist zu viel gewesen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Und ciao.